Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Video und zwar habe ich noch ein Geburtstagsgeschenk von meinem Bruder bekommen und zwar eine Mystery Box um 30 Euro von PokémonMarkt.de. Der vertreibt nämlich so Mystery Boxen, angefangen von 15 bis 1000 Euro. Schaut auf jeden Fall mal dort bei dem Shop vorbei. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir werden das jetzt öffnen. Ich bin gespannt, was drinnen ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Dann öffnen wir mal die Mystery Box. Ich bin sehr gespannt. Vorsicht, Glas. Das hat was zu bedeuten. Auf jeden Fall ist Stuff für 30 Euro drin. Das wird garantiert. Es gibt ja nicht nur diese Mystery Boxen, sondern es gibt auch andere Sachen, also normale Karten, Displays, man kann alles kaufen. So, was haben wir da mal? Pickel. Hoppala. Aufkleber mit die Legendaries. Dann haben wir da noch was verpackt. Ja, wirklich schön verpackt. Ah, noch einen Block. Das ist, glaube ich, aus dem Koffer von damals mit Solga Leo und allem. So, da ist aber noch mehr drinnen. Okay. Ah! Sleeves, ich brauche sie immer wieder. Die Resize, da sind noch. Was da alles an Stuff drinnen ist. Da ist wirklich urviel drinnen. Ah, genau, das ist. Das hast du nämlich immer bei den Koffern drinnen. Beim Pikachu-Koffer und allen möglichen. So, dann haben wir da noch. Danke für dein Vertrauen, ein Geschenk für dich. Nice. Noch mehr Kartensleeves und Gummibärli. Nice, ich bin jetzt ein Naschkatz. Ah, noch einmal. Ah, genau, richtig. Ah, genau, und der Lieferschein. Ja, gut, da muss ich jetzt die Adresse mal weg. Eine Mystery Box. Noch Pickel vom Pokémon Markt. Klein, groß, Visitenkarte. Seht ihr das noch einmal? Kartensleeves Ultra Pro, die verwende ich auch. Aber da ist noch was drinnen. Ah, ist noch was drinnen. Nice, ich glaube, die habe ich aber schon, oder? Im Pokéball, den glaube ich, habe ich aber schon. Aber auch Karten. Box ist auch nicht schlecht. Dann haben wir da noch was. Da ist wirklich viel drinnen. Ah, das sind Booster. Nice, das sind Booster. Einmal Kräfte in Einklang, Gläschter, Rebellen, Schwert und Schild. Haben wir vier Booster. Cool, die öffnen wir jetzt auch gleich im Video. Und da haben wir dann noch was. Noch einmal Booster. Oh. Haben wir dann Echo des Donners, habe ich noch gar nicht geöffnet. Sogar mit Lugia Artwork drauf. Das heißt, wir haben mal 8 Booster, das ist schon mega krass. Und, da habe ich noch was. Da ist wirklich mega viel drinnen. Noch mehr Gummibärli. Ja. Nein. Genau, das ist noch der Stift dazu. Da noch, das ist von der Top Trainer Box, die Würfeln. Da noch die Jacks-Marken und Schadensmarken. Dann noch der Ding. Anhänger. Und das Wichtigste, Gummibärli. Auf jeden Fall, es ist wirklich mega viel Stuff drinnen. Wenn man sich alleine überlegt, 8 Booster kosten im normalen Handel um die 20 Euro. Und dann noch der ganze Stuff dazu, zahlt sich auf jeden Fall aus, diese Mystery Box. Wenn ich es übersehen. Ne? War alles. Auf jeden Fall mega krass. Wirklich sehr, sehr viel. So, das lassen wir gleich da. Also es ist aber wirklich viel. Das beste Booster, die gönnen jetzt sicher noch. Echo des Donners machen wir ganz zum Schluss auf. Dann Clash der Rebellenkräfte in Eingang. Noch einmal Clash der Rebellen. Das ist wirklich cool. Fangen wir mit den Kräften im Eingang Booster an. Hoppala. Geht nicht essen, so in der Fuhr. Okay, passt. Da ist dann mal Booster. Darf keine Booster ohne meiner Freundin aufmachen. Geil drauf. Dann schauen wir sich den ersten Pool an. Energiekarte, Dodri, Safcon, Ibitak, Mabula, Nebulak, Skorgla, Barfi, Dodu, Goldini Reverse Holo und Morlord.
Mallard haben wir da drinnen. Da. Ja, sicher. So, passt. Da habt ihr dann auch Codekarte von Clash der Rebellen. Erst wenn die auch noch gönnen würden, wäre es mega cool. Geraldina, Galakorason, Hoppala, Doxel, Bantemaus, Schneebedeck, Duselgur, Lichtel und, hey, geil, Gott drum vor, wir haben sogar eine V-Karte. Erst, mega krass, ich bin froh, dass ich Sleeves gekriegt habe, weil ich wollte mir erst welche holen. Das ist schon mal gut, dass ich das Sleeves habe. Das ist nice, das ist wirklich nice. Gott drum vor, meine V-Karte dabei. Erst, es ist aber wirklich mega viel Stuff. So wirklich, Shop ist unten verlinkt. Gönnt euch mal, schaut's vorbei. Da habt ihr wieder den Code von Clash der Rebellen. So, da haben wir dann Finsternisenergie, Ausrüstungsentsorger, verfluchte Schaufel, Maskeregen, Bronzel, Doxel, Lichtel, Bronzel, Doxel, Lichtel, Noturzel, Pipi, Galab, Antifrost und Xerox. Ich glaube, meine Freundin hat wieder einen Pool drinnen. Oder? Ja, sie tanzt nur. Da haben wir mal Kampfenergie. Das ist aber auch schon Schwert und Schild. Genau, das ist normales Schwert und Schild. Dodri, Tausch, Energiezugewinn, Rihorn, Picuchilla, Lampi, Libunkel, Galamozzi, Picuchilla Reverse Holo. Er sind halt wirklich die besten Packs. Nice, Capuriki, V. Ja, wirklich cool. Ja, erst, dass die Booster auch noch richtig nice gönnen, das finde ich wirklich krass. So, ich habe noch zwei Clash der Rebellen. Jetzt machen wir jetzt Flammen der Finsternis. Erst da drinnen soll Gur gönnen. So, da haben wir einen Code für euch. Gönnt euch. Ah, da haben wir auch noch einen Code für Schwert und Schild. Gönnt euch. So, dann haben wir da Feuerenergie. Zeichen, Feuer. Der Dignis. Hypnomorba. Skoppel. Paras. Lavita. Golbit. Barschwa. Kaguron und Smetbo! Smetbo V! Hey, cool! Erst mal Smetbo V, ja, erst die gönnen wirklich die Booster. Das ist krass. Hat deins auch gegönnt? Schau rein! Schau rein! Na, machen wir! Aber du hast da noch einen Booster. Weil ich habe da nur mehr Echo des Donners. Das will ich zum Schluss ausmachen. Das heißt, du musst dich beeilen, weil ich bin gleich durch mit dem Booster. Du langsam, Knapfel! Kolossand. Okay, den Lachselot, den gibt's jetzt im Pokémon Go. Oh, nice. Habe fertig. Habe fertig. Codekarte rauf. So, und da haben wir einen Code für euch, damit ihr ihn lesen könnt. Safcon, Ausrüstungsentsorger, Stuart, Doxel, Galabantimos, Schneebedeck, Duselgur, Galafampion, Doxel und hey, Befehl vom Boss, die ist auch eine sehr spielstarke Karte. Wirklich nice. Und jetzt kommen wir zum letzten Pack. Echo des Donners. Erst vor Echo des Donners habe ich noch kein einziges Booster aufgemacht. Und da soll gleich da muss dann wirklich noch ein mega ultra fetter Pool drinnen sein. Das wäre wirklich geil. Krass. Ist drinnen. Schauen wir mal. Energiekarte. Jens. Damirplex. Igliava. Ninkada. Lampi. Voltilam. Castella. Snoopool, oh, Centering, schaut euch das an. Dann Feuer Eagle Reverse Holo und Hundemann. Trotzdem, ich finde die Booster haben wirklich schön gegönnt. Wir haben 3 Pulse aus 8 Booster. Auch der ganze Stuff, der was dabei ist. Und das Beste ist Gummibärle erst. Jeder freut sich über Gummibärle, egal wie alt das man ist. Wirklich. Dann der Block, Kartensleeves, was ich sowieso braucht habe. Muss ich mir keine besorgen. Wie gesagt, schaut's vorbei beim Pokémonkarten.de bzw. Pokémonmarkt.de. Wirklich mega krass, sind auch auf Instagram überall. Gibt's immer die neuesten Sachen, auch aktuell, glaube ich, Weg des Champs. Müsst vorbeischauen. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein!